Eine ganz spezielle Art von Museumspräsentation hat sich die Volksbühne Weidhofen einfallen lassen. Es lebt wirklich, das Museum lebt, wie ich am Spiel. Wer steht denn da vor meiner Tür? Satirisch, lustig und den Leuten hat's gefallen. Ich muss doch nicht leise sein. Geht man ins Museum, was ist, da kommt der Tod. Jetzt kann ich die ganze Nacht für die ganze hackeln. Den ganzen Tag hackeln, das geht die ganze Zeit schon bei dir. Jeder nimmt sich so eine Handschaft, zieht sie an. Ich muss den ganzen Tag putzen, jetzt aber doch soll der nur mehr putzen, bitte. Jetzt zieht das Auto, alle Fingerabdrücke, die über die Rüstungen, die rosten, die so viel. Gehen wir, und wir gehen gerne weiter. Der Ritter kommt da noch vor, bitte. Wenn man das abgreift, dann bitte gehen wir weiter. War sehr erfolgreich, sehr lustig. Ich habe dann bei der letzten auch teilgenommen und konnte mich selbst von dem verrückten Treiben der Volksbühne überzeugen. War sehr, sehr schön, sehr erfolgreich, hat allen sehr gut gefallen. Das konnte passieren. Was ist von der Ausstellung? Das ist ganz einfach. Also, wir bleiben. Sie sind. Und es ist ganz wichtig, man hat einander Werte, was niemand nicht ausgibt. Jetzt haben wir die Musik. Ja, da kommt doch einmal die Geister auf den Bänken. Hat dieses Projekt Potenzial und in welche Pakete könnten Sie diese eigentümliche satirische Führung einbauen? Ich sehe da auf jeden Fall ein großes Potenzial, weil es einfach etwas ist, was es so noch nicht gibt in der Stadt und auch das Museum auf eine Art und Weise belebt, die auch bisher noch nicht stattgefunden hat. Und deswegen würde ich das sehr gerne wie unsere Nachtwächterführungen regelmäßig anbieten als allgemeine Termine und vielleicht sogar in der Zukunft als zusätzlich privat buchbares, ein buchbares Angebot. Okay, mach mich mal bitte da hinten auf. Jetzt haben wir den Erwachen. Plan! 100 Euro, Sie wissen ganz genau, die Polizei hat schon draußen. Ja, ich komme, wann wir wieder kommen. Und dann wissen Sie, nach dem Alarm kommt die Versöhnung. Alles ein Zeichen, das Museum lebt.